Morgen. Sehr schön, dass Sie alle pünktlich auch da sind zum zweiten Tag der Foskes. Und wir haben gleich zu Beginn drei recht spannende Vorträge. Und zwar der erste von Pascal Neis von der Uni Heidelberg. Und sein Thema ist Untersuchung der Nutzung von OpenStreetMap-Daten zur Darstellung von TMC-Verkehrsmeldeinformationen. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank, Manu. Mein Mikro ist an, so, man hört mich gut. Auch nochmal von mir einen ganz recht herzlichen guten Morgen. Ich habe mit dem Georg Valenciak zusammen, wir haben uns damit beschäftigt, wie man die TMC-Informationen, die in OpenStreetMap inzwischen gemappt werden, nutzen kann. Wir haben den Vortrag so aufgebaut, dass wir am Anfang ein bisschen was Generelles zu TMC sagen, wie das funktioniert, für was man es benutzen kann. Dann darüber übergehen, wie das in OpenStreetMap eingetragen wird und dann, was es da alles für Probleme gibt, das zu nutzen, das Ganze. Also ganz kurz, was ist TMC? TMC ist die Abkürzung für, ich glaube, wir warten noch einen Moment und ich fange dann nochmal von vorne an. Mal schon. Jetzt Nachzügler. Besser jetzt? Also hier ist Mikro ist an, ne? Also ich fange nochmal von vorne an, Studie Nachzügler auch nochmal recht herzlich begrüßen. Also ich habe mit dem Georg zusammen, haben wir uns angeschaut, wie man OpenStreetMap dafür nutzen könnte, um TMC-Informationen auf einer Karte darzustellen. Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch TMC-Informationen beim Routing auf Basis von OpenStreetMap nutzen zu können. Das heißt, was bedeutet TMC? TMC ist die Abkürzung für Traffic Message Channel. Das heißt, das ist ein Dienst der Verkehrswarnmeldungen in digitaler und kodierter Form über UKW-Signale übermittelt. Das heißt, den meisten dürfte es bekannt sein, im Navi, im Auto, kommen diese Informationen über Stau oder Sperrungen über das UKW im Signal mit. Beste Beispiel, Verwendung in Navigationssystemen. Und im Auto, ganz klar, für den Empfang braucht man natürlich einen Radioempfänger. Wie ich es eben ganz kurz schon erwähnt habe, das heißt, TMC tut man dafür benutzen, um einen Stau oder auch Vollsperrungen anzuzeigen. Und insbesondere, wie man hier auf der Karte auch sieht, um natürlich auch, wenn der Stau zu groß ist, eine Umfahrung des Staus durchführen zu können. Das heißt, das Prinzip ist so, für jede Verkehrsbeeinträchtigung gibt es eine separate TMC-Meldung und jede TMC-Meldung enthält einen Ereigniscode, also ob es ein Stau, eine Vollsperrung oder Schneefall oder was auch immer ist. Und in jeder Meldung sind noch Positionscodes enthalten. Was ein Positionscode genau ist, tue ich gleich noch vorstellen. Das heißt wiederum auch, für die Interpretation dieser TMC-Nachrichten, die über das UKW-Signal kommen, braucht man eine sogenannte Location-Code-List. Diese Location-Code-List wird vom BAST gepflegt, also vom Bundesamt für Straßenwesen. Und die wurde, glaube ich, vor circa 2 Jahren für den Import nach OpenStreetMap freigegeben. Und insgesamt enthält diese BAST oder diese Location-Code-List von der BAST Mitte letzten Jahres in der Version 9.0 circa insgesamt 42.500 Locations. Diese Locations splitten sich auf in 7.200 Area-Codes, die ich hier mal außen vor gelassen habe. Aber insbesondere in ca. 4.700 lineare Codes und 30.500 Point Location. Diese Point Location tun immer wieder widerspiegeln, wo sich eine Kreuzung befindet oder ein wichtiger Verkehrsknoten. Das heißt, die Punkt Location decken in Deutschland das komplette Autobahn-Bundesstraßennetz ab, sowie einige Landstraßen oder sehr stark befahrene Straßen in Deutschland. Insgesamt, wie ich es eben schon kurz erwähnt habe, gibt es 4 Objekte bei TMC. Das heißt einmal der ganz klassische Punkt, wo befindet sich eine Kreuzung, dann das TMC-Segment. Das Segment bei TMC ist so, dass ich kenne es normalerweise so, dass ein Segment eigentlich 2 Punkte enthält und dazwischen eine Linie. Bei TMC ist es so, dass ein Segment aus mehreren Punkten und mehreren dazwischenliegenden Linien eine TMC-Rot. Eine Vielzahl von TMC-Segmenten. Und hier unten noch zur Vollständigkeit, es gibt auch noch ein TMC-Area-Objekt.
Was ich aber, oder was wir bei unserer Untersuchung erstmal außen vor gelassen haben, weil es uns vorrangig darum geht, wie kann man TMC-Informationen auf einer Karte anzeigen, also Staumeldungen, oder im nächsten Schritt bei einer Routenplanung verwenden zu können. Das heißt, wie werden die Objekte momentan in OpenStreetMap eingepflegt? Die TMC-Points werden entweder ganz normal als Node eingefügt oder als Relation. Das heißt, wenn mal ein TMC-Point in der Location-List nicht eine Kreuzung oder zum Beispiel ein Kreisverkehr ist, heißt das, dass über ein Relation auf dem Kreisverkehr dann der Point abgebildet wird. TMC-Segmente werden grundsätzlich als Relations in OpenStreetMap eingepflegt. TMC-Rot werden auch als Relation eingepflegt. Und bei TMC-Areas, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich direkt gar nicht gefunden. Vielleicht kann aber jemand aus dem Publikum sagen, wie die in OpenStreetMap eingepflegt werden. Aber ich gehe davon aus, dass die auch als Relations eingepflegt werden. So, kommen wir ein bisschen mehr zu der Problematik bei dem Ganzen. Wie ich auf der vorherigen Folie erklärt habe, ist ein TMC-Segment, besteht aus mehreren Punkten und in Zwischenlinien Linien. Die Besonderheit ist, bei OpenStreetMap kann dann zwischen zwei Punktlocations nicht ein OSM-Way, sondern eine Vielzahl von OSM-Ways liegen. Das erschwert das Ganze insoweit, dass ich bei der Relation, wenn diese unsauber eingepflegt ist und zwischendurch zum Beispiel eine Linie fehlt oder die Reihenfolge in der Relation ist, mir das Ganze das sehr, sehr erschwert, das auszulesen und entsprechend weiter zu verarbeiten. Am Lehrstuhl beschäftigen wir uns eigentlich mit der Problematik TMC schon seit, ich glaube, 2008. Das war damals eine Diplomarbeit von Christian Meyer gewesen. Und die bisherige Architektur war so gewesen, dass im ersten Schritt das RDS-Signal entweder über die UKW abgefangen wurde oder über eine Datenbank von München abgefragt wurde. Diese TMC-Informationen wurden dann über einen OGC, Sensor Observation Service, in eine Datenbank eingepflegt. Im nächsten Schritt wurde dann mittels eines WPS, eines Web Processing Service vom OGC, wurden die Verkehrsmeldungen vom Sensor Observation Dienst abgefragt, wurden prozessiert, um aus diesen Punktlocations mir Linien heraus zu generieren. Und diese wurden wiederum in einen WFST, also einen Web Feature Service, OGC standardkonform, wieder eine Postgres-Datenbank eingepflegt, um dann später daraus zum Beispiel diese gesperrten Straßen in der Open-Layers-Anwendung beispielsweise als Overlay über eine Karte anzeigen zu lassen. Das ist ein wunderschönes Beispiel, wie OGC-Web-Services funktionieren können oder wie man sie aneinanderhängen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe einen wahnsinnigen Overhead an XML lesen und schreiben, was natürlich die Prozessierung, wenn man beispielsweise alle 5 oder 10 Minuten die TMC-Nachrichten verarbeitet, eine sehr, sehr große Rechenaufwand bedeutet. Das heißt, in der früheren Version, die wir hatten, ohne die Daten von TMC, von OpenStreetMap auszulesen in Bezug auf TMC, hatten wir es so gemacht. Bei TMC ist es so, dass die Punktlocations auch einen Koordinaten besitzen. Das heißt, wir haben, wenn wir wussten, dass zwischen zwei Punktlocations eine Straße gesperrt ist, haben wir gesagt, man nimmt den einen Punkt, den anderen Punkt, bildet eine Linie dazwischen, bildet einen Buffer und macht eine geometrische Verschneidung. Hier in dem Beispiel 1 ist gut zu sehen, solange die Straße einigermaßen gerade ist und man einen Buffer groß genug außen herum wählt und dann noch ein bisschen filtert nach Straßennamen oder Straßentyp, erreicht man damit eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, wenn ich eine sehr kurvige Straße habe und unter Umständen auch eine etwas längere Straße, habe ich einen erhöhten Rechenaufwand, weil zum einen können dann sehr viele Straßen dabei sein, wenn mein Buffer zu groß ist, aber es kann mir auch passieren, dass ich Straßensegmente oder OSM-Ways, die eigentlich betroffen wären, gar nicht durch meinen Buffer, den ich um meine Luftlinie zwischen den beiden Punkten erstellt habe, gar nicht darunter fallen. Das heißt, das ist fehleranfällig und funktioniert zwar prinzipiell, aber das Ergebnis ist nicht unbedingt befriedigend. Das heißt, 2008, 2009 war das erste Problem, dass TMC-Informationen oder TMC-Codes eigentlich gar nicht in OpenStreetMap vorhanden waren. Des Weiteren hatten wir nur für bestimmte Bundesländer Zugriff auf TMC-Meldungen. Und wie ich es eben in den Beispielen erklärt hatte, war es nicht hundertprozentig oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht möglich, TMC-Meldungen Straßensegmenten oder Straßenabschnitten zuzuordnen. Und wie ich es erwähnt habe, ist, dass es eine sehr hohe Performance
oder Rechenzeit erfordert hat, diese geometrischen Verschneidungen zu machen. Das heißt, mit meinem Kollegen zusammen haben wir uns jetzt mal eine neue Architektur überlegt. Das heißt, im ersten Schritt ist es hier bei der 1 zu sehen. Wir versuchen einmal die Woche aus OSM die TN10-Formation uns herauszulesen, uns diese Topologie zu erstellen. Im zweiten Schritt ist es dann so, wir haben inzwischen Zugriff auf einen FTP-Server, wo TMC-Informationen abgerufen werden können. Und diese versuchen wir dann im zweiten Schritt entsprechend der Daten oder der Topologie, die wir uns aus OpenStreetMap erstellt haben, zu verarbeiten und dann diese gesperrten Straßenabschnitte in der PostGIS wiederum zu speichern. Diese wiederum dann später über den Geo-Server bzw. WMS oder WFS abgerufen werden können. Wie man hier sieht, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt ausgefallen. Das Ganze funktioniert schon ganz gut, aber kommen wir jetzt ein bisschen zu der Problematik, wie das in OpenStreetMap so gemacht wurde. Genau, ich habe letzten Freitag nochmal eine aktuelle Statistik erstellt. Also auf einer Eingangsfolie hatte ich es schon mal erwähnt, also insgesamt gibt es ca. 30.000 Points von der BAST, was Punktlocations sind. Mit dem Parser, den ich mir derzeit geschrieben habe, wo es sicherlich noch nicht perfekt ist und man vermutlich noch die Zahl erhöhen könnte. Mit der Points, die man auslesen kann, komme ich derzeit auf 22.500 circa, was einer Vollständigkeit von circa 75% entsprechen würde. Die eigentlich wichtigen TNC-Segmente, die ich ja brauche, um im ersten Schritt mir die Verkehrswarnmeldung auf einer Karte anzuzeigen, sind insgesamt 4.800 von der BAST-Liste und in OpenStreetMap sind ca. 1.350 derzeit drin. Wie gesagt, die ist halt die Problematik, wo ich später nochmal drauf eingehe, ist halt, sobald in der Relation ein Problem ist, dass Ways nicht aneinanderhängend sind oder in Reihenfolge vertauscht ist oder auch ein Way fehlt oder was dann noch genau zu beachten ist, erwähne ich später nochmal kurz und da kommt man ungefähr auf eine Vollständigkeit von 27%. Das eigentlich Wichtigere ist aber, sind nicht die TMC-Segmente an sich, sondern diese Teilsegmente zwischen den Punktlocations, wie ich es vorhin erwähnt habe. Und da ist es so, dass es in der BAST-Liste ca. 27.000 gibt und in OpenStreetMap derzeit 11.000. Ich habe im Wiki, gibt es auch verschiedene Seiten zu dem TMC-Import in Deutschland. Und da schreiben die Jungs, die das gemacht haben, dass sie momentan ca. 27.600 insgesamt Location-Codes von der BAST eingefügt haben, von derzeit 42.000. Hier muss man dazu sagen, wenn man jetzt meine Summen zusammenzählt, kommt man nicht ganz auf die 27.000, aber ich habe bei unserer Auswertung haben wir die Area-Codes außen vor gelassen und auch die TMC-Roads. Also was da die Anzahl ausmacht, kann ich nicht genau sagen, aber es ist definitiv so, dass man wahrscheinlich die Anzahl, die ich ausgelesen habe, vermutlich auch noch erhöhen könnte, wenn man dort noch auf die Feinheiten genauer eingeht. Aber das war jetzt mal ein erster Versuch hier. Das heißt, was für Probleme gibt es allgemein bei der Verarbeitung von derzeit den TMC-Codes in OpenStreetMap? Das heißt, allgemein, es fehlen, wie man auf der vorigen Statistik schon gesehen hat, zum einen die TMC-Points und die Segmente. Als zweites kann es auch passieren, dass in einem TMC-Segment die TMC-Points fehlen. Das heißt, was ich auf einer vorigen Folie schon mal angesprochen hat, allgemein ist es nicht einfach, eine OSM-Relation auszuwerten, wenn die Ws darin verschoben sind oder auch an der Kreuzung nicht aufgesplittet wurden. Das heißt, normalerweise steht es so beim Import, wie man die Daten richtig mappen soll oder einpflegen soll, dass es extrem wichtig ist, dass Ways, wenn sie über eine Kreuzung drüber gehen und an einer Kreuzung eine Punktlocation ist, dass dort der W aufgesplittet wird und nicht weiter verläuft. Weil wenn der W zum Beispiel weiter verläuft, erschwert mir das unwahrscheinlich mehr die Auswertung später in meinem Tool zum Beispiel. Genau. Was auch noch vielleicht eine Idee wäre, aber das wollte ich später in der Diskussion nochmal als Idee in den Raum stellen, wäre zum Beispiel nicht nur zu sagen, dass man in der Relation alle wichtigen Ways beinhaltet oder einpflegt, sondern unter Umständen auch die TMC-Points an sich in die Relation einpflegt, weil dann hätte man unter Umständen einen Aufbereitungsschritt sich erspart. Das heißt, auf einer vorigen Folie hatte ich schon mal gesagt, wenn ich jetzt sage, hier zwischen Autobahnkreuz Frankfurt und Autobahnkreuz Wiesbaden ist ein Stau, um dann diese Verkehrswarnmeldung einwandfrei auf einer Karte
darstellen zu können, brauche ich alle Ways, die sich dazwischen befinden. Wie gesagt, da ist es halt leider derzeit so, dass die Reihenfolge in den Relations durcheinander sein kann oder dass Ways an Kreuzungen nicht einwandfrei aufgesplittet sind, was mir wiederum die Aufbereitung oder das Auslesen der Informationen sehr, sehr erschwert. Das heißt, wir haben jetzt als Tools mal versucht, uns verschiedene Sachen zu überlegen, was den Import oder auch die Wartung vereinfachen könnte für den Mapper. Das heißt, im ersten Schritt haben wir mal einen WMS-Layer erzeugt, wo man allgemein für Deutschland alle verfügbaren BAST-TMC-Punkt-Locations sich als Overlay anzeigen kann. Als zweites Schritt haben wir einen Overlay gemacht, welche TMC-Points momentan in der OpenStreetMap vorhanden sind. Und da sieht man zwischen den beiden schon, dass es in Norddeutschland eher ein bisschen dünner aussieht und dafür im Bereich Bayern schon sehr gut. Das heißt, wir haben nicht nur versucht, die Point-Location oder für die Point-Location Layer zu erzeugen, sondern auch die Relations auszulesen. Das heißt, hier sieht man ebenfalls wieder, dass es in Bayern anscheinend sehr, sehr fleißig daran gearbeitet wurde und im Bereich Norddeutschland eher etwas dünner aussieht. Des Weiteren haben wir noch als Overlay versucht, alle verwendeten Ways darzustellen. Was dahingehend sicherlich sehr wichtig oder interessant sein kann, ist, wenn man eine Relation gebaut hat, dass man sich anzeigen lassen kann, sind jetzt überhaupt alle Ways da drin, die ich wollte, oder sind dort eventuell irgendwo noch Fehler. Hier ist nochmal das eben schon bereits angesprochene, also Bayern sieht eigentlich schon sehr gut aus und in Norddeutschland eher etwas dünne. Also ich habe auf den vergangenen Folien ein bisschen vorgestellt, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Auf der Mailingliste vor 2-3 Wochen oder ich glaube vor 1 oder 2 Monaten kam allgemein schon mal die Frage so ein bisschen auf, brauchen wir das überhaupt, die Informationen da drin? Das kann kein Mensch warten. Wer benutzt das überhaupt? Kann man das nicht vielleicht anders machen? Einen alternativen Vorschlag hatte ich ja schon mal kurz vorgestellt gehabt. Also eine Möglichkeit wäre, dass man das beispielsweise über eine Bufferung macht, über einen Buffer macht und darüber dann versucht, sich die Straßen herauszufiltern, die man braucht, um die TMC-Nachricht verarbeiten zu können. Ein ganz anderer Vorschlag wäre, man versucht zum Beispiel anhand der TMC-Points einfach eine Route zwischen den beiden Punkten zu berechnen und sollte dann ja im besten Falle, sollte es die kürzeste Route zwischen den beiden Punkten sein und man beachtet die Fahrstreifen, sollte man ja in diesem Falle eigentlich auch schon das Straßen oder die Straßenstücke zurückerhalten, die für meine jeweilige Verkehrswarnmeldung wichtig sind. Vielleicht hat auch jemand noch ganz andere Ideen. Gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Das heißt, was ich jetzt eigentlich versuchen wollte mit euch zusammen, ist darüber ein bisschen zu diskutieren. Das heißt, wie soll es damit überhaupt weitergehen? Sollen die Daten unter Umständen herausgeschmissen werden? Lässt man es drinne? Man kann ja vielleicht auch noch mal kurz fragen, wer allgemein hier aus dem Publikum von euch schon mal TMC-Informationen in OpenStreetMap eingepflegt hat. Das heißt, auf der vorigen Folie hatte ich ja auch gesagt gehabt, es gibt unter Umständen auch Alternativideen, dass man beispielsweise nur sagt, man pflegt nur Points ein und versucht, die Segmente über eine separate, außenstehende Datenbank zu verarbeiten. Ich hatte es ja hier auch geschrieben gehabt, wäre eine separate Datenbank unter Umständen besser und gar nicht die Informationen in OpenStreetMap einpflegen. Wie könnte dann wiederum eine Verlinkung aussehen? Wie müsste dann eine Wartung aussehen oder ein Abgleich? Eine andere Idee wäre auch nochmal zu gucken, wie macht das überhaupt TDATLAS oder NevTech? Haben die sich ja vielleicht irgendwas Cleveres einfallen lassen, was man sagt, wäre vielleicht auch besser, das in OpenStreetMap so zu machen? Und als letztes, genau, hatte ich es hier unten nochmal als Frage, wer von euch arbeitet denn eigentlich aktiv daran oder hat schon mal TMC-Informationen in OpenStreetMap eingepflegt? Zwei Leute. Okay. Also ich finde es prinzipiell, wäre es sehr, sehr schön, wenn man OpenStreetMap dafür nutzen könnte. Auf der Mailingliste kam ja schon mal die Frage auf, wer benutzt das momentan überhaupt oder wer versucht es zu benutzen. Und viele Antworten gab es da nicht drauf. Das heißt, ich würde jetzt gerne mit euch zusammen darüber diskutieren, macht es Sinn, das weiterzumachen? Sollte man es vielleicht irgendwie überdenken, wäre vielleicht mal sinnvoll, da mal eine Art Workshop zu machen und Ideen zu machen oder Ideen zu generieren, wenn man es vielleicht anders angehen könnte. Der Import erfolgt, glaube ich, schon seit Anfang letzten Jahres. Ich glaube, der Markus Wohlton hat damals mit dem Ganzen angefangen.
keine Ahnung. Ideen, Fragen dazu? Danke für deinen Vortrag, Pascal. Und sehr schön, dass du auch gleich Fragen aus Publikum gestellt hast, statt andersrum. Okay, wer hat Fragen, Anmerkungen oder Antworten auf diese Fragen? Andreas. Ich wiederhole es dann nochmal. Nee, nur mit Mikro. Würde es nicht reichen, nur die TMC-Nodes mit Nodes in OpenStreetMap abzugleichen? Würde man dann die Segmente finden? Also ich hatte es ja hier als alternativen Vorschlag oder einfach mal als Idee in den Raum gestellt. Unter Umständen würde es reichen, wenn man sagen würde, oder man könnte es auf jeden Fall mal versuchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das ist einfach mal so eine Idee, dass man sagt, also man wird die Nodes auf jeden Fall in OSM brauchen, weil es ist einfach die Problematik, bei den Bust-Nodes, also bei den TMC-Points von der Bust sind zwar Koordinaten dran, aber bei einem Autobahnkreuz ist es ja sehr entscheidend, ob jetzt der Knoten auf der einen Fahrt Richtung Süden ist oder auf der anderen Fahrtrichtung Richtung Norden ist. Und da wäre es eigentlich schon sehr wichtig, wenn zumindest die neuen Nodes, also diese Points, in OSM vorhanden wären. Also man müsste es eigentlich mal ausprobieren, ob man mit der Idee, dass man sagt, man versucht einfach mal ein Routing zu sagen, von der Location zu der Location. Also ich weiß ja durch meine TMC, durch meine Location List, weiß ich ja, welche Points in welcher Reihenfolge im Segment enthalten sind. Und da wäre durchaus mal eine Idee, sowas zu versuchen. Ja, die Frage ist, ob diese Zuordnung zum OpenStreetMap immer so eindeutig ist. Also in so Szenarien, wo die Fahrtrichtungen gemappt sind, es aber im TMC nur einen Punkt ist, wie macht man da die Zuordnung? Aber mit also einer Relation irgendwie oder so. Man wird sicherlich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, das händisch zu machen. Also es war auch mal eine Idee gewesen, zu versuchen, das mit einem Algorithmus zu lösen, also in einem Port der Nodes. Aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Probleme und Spezialfälle, die man da beachten muss. Gerade mit Kreisverkehren oder Autobahnkreuzen. Und das ist, glaube ich, nicht ohne. Und man sieht ja auch schon, dass, ich hatte es auf einer Folie, ich glaube, 75% der Location, also der Node oder der Point Locations eigentlich schon in OSM vorhanden sind. Und diese wieder rauszuschmeißen, wäre, glaube ich, nicht so gut. Das Thema Relations ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ich muss dir zustimmen, ich denke, dass das nicht vollautomatisch geht. Das Hauptproblem, das sich mir darstellt, ist, dass nur ein sehr kleiner Teil der Leute, wir haben es ja gesehen, mit TMC was anfangen kann, es aber dadurch, dass es in der Hauptdatenbank ist, eine sehr große Menge an Leuten tangiert, die sich wundern, was sind denn das für komische Texte, die jetzt an meiner Hauptstraße dranhängen und kann ich die entfernen? Wenn ich die Straße jetzt umdrehe, muss ich die Tags ändern? Gerade solche Sachen, wenn ich jetzt die Daten bearbeiten will, muss ich diese Tags nachführen. Und das ist sehr schwierig, das jemanden, der mit TMC gar nichts zu tun hat, irgendwie zu vermitteln. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass man das wirklich in eine externe Datenbank ablegt. Natürlich ist dann immer die Schwierigkeit, wie verknüpft man das? OSM-IDs sind flüchtig, brauchen wir uns nichts vormachen. Also müssten quasi die IDs in dieser externen Datenbank fest sein und die dann als Tag, als ein einziger Tag an meinen OSM-Ray dran, wo ich dann aber weiß, dass wenn ich das Ding verschiebe oder lösche oder irgendwie sonst was, dass ich die Informationen, die in der externen Datenbank habe, dass die nicht kaputt geht dadurch. Und ich denke, dass das die Wogen, die diese Tags in der OSM-Datenbank erzeugt haben, dass die das ein bisschen glätten könnte. Habt ihr da euch mal überlegt, wie denn so eine externe Datenbank aussehen müsste oder ob das überhaupt praktikabel ist? Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Also wir hatten jetzt im ersten Schritt erstmal versucht, überhaupt zu schauen, die Daten, also es werden ja sehr, oder es sind bereits sehr eifrig Daten schon eingepflegt worden bezüglich der Location Code List, aber wir haben jetzt erstmal im ersten Schritt mal versucht, das überhaupt mal auszuwerten, was schon nicht ganz ohne ist, weil Relations auszuwerten ist, also man muss sehr viele Spezialfälle dann beachten und es ist halt leider auch nur mal so, also das klassische Beispiel ist halt einfach, dass ein OSM-Way über eine Kreuzung drüber geht, eine Relation enthalten ist, aber halt dann fliegt halt mein Parser schon auf die Nase, weil der kommt dann damit schon nicht zurecht. Also man muss sehr viele Spezialfälle dann dabei beachten und also was jetzt eine externe Datenbank angeht, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, aber also ich glaube, es ist sehr, sehr viel Potenzial noch da drin, was man an anderen Ideen sich überlegen könnte und auch mal ausprobieren könnte. Also ich finde, wenn es die Zeit zulässt, versuche ich sowas in der nächsten Zeit mal auszuprobieren, dass man einfach mal sagt, komm,
ich nehme meine Location, meine Point Locations, die ich habe, mache einfach mal ein Routing dazwischen, passe vielleicht meinen Router ein bisschen an, dass er vorrangig auf einer höherstufigen Straße anfangen soll und nicht auf einer Nebenstraße. Und dann wäre es sicherlich mal interessant, überhaupt zu gucken, wie sieht denn das Ergebnis davon aus? Tue ich davon 50% meiner Fälle abdecken oder erreiche ich vielleicht sogar 90% oder ich habe nur 5%, die mir irgendwie da Probleme bereiten oder sowas. Also es dürfte definitiv, denke ich mal, interessant sein. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nodes in TMC und im OSM abweichend sind, wenn es auch bloß ein paar Meter sind. Ich glaube, es ist doch recht schwierig, durch ein automatisches Verfahren zu identifizieren, dass das die gleichen Nodes sind. Muss man da irgendwelche Näherungsverfahren einsetzen oder habt ihr das nur händisch gemacht? Es war schon mal eine Idee gewesen, sowas automatisiert zu machen. Aber das Problem ist, wenn man so auf manchen Wiki-Seiten liest, was so manche User berichten, die TMC-Nodes importiert haben oder die allgemeinen TMC-Informationen nach OpenStreetMap importiert haben, war halt teilweise so, dass die geschrieben haben, dass es teilweise 100 Meter auch sind, die diese Koordinaten voneinander abweichen, also von einem Autobahnkreuz zum Beispiel. Und diese 100 Meter dann abzufangen, kann, glaube ich, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Also man könnte es beispielsweise auf jeden Fall mal ausprobieren, sowas mal automatisiert zu machen und dann zu schauen, wie sieht die Wahrscheinlichkeit aus, welche Anzahl von Punkten könnte man theoretisch importieren und wo gibt es sehr starke Probleme. Man kann sicherlich diverse Filter an Straßentyp und Straßennamen und sowas einarbeiten, dass das zusätzlich bei dem Algorithmus beachtet wird. Aber also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Wie gesagt, der erste Schritt war jetzt erstmal zu gucken, dass man es überhaupt auslesen kann und verwenden kann. Und dann, also wie gesagt, vor 2 Monaten kam ja auch die Frage von Frederik, braucht man das überhaupt? Weil, so wie es der Peter auch schon gesagt hat, ist es halt sicherlich so, wenn ein Mapper sich das anguckt und der normalerweise seine Straßen und Häuser mappt und dann auf einmal an einer Node oder auch an einem Way 5 Tags mit TMC-Code, Direction und Version liest, dann denkt er erstmal, was ist das? Kann ich das löschen? Kann ich es drin lassen? Fasse ich es am besten erstmal gar nicht an. Und das kann vielleicht auch ein bisschen abschreckend einfach sein. Okay. Das Thema ist anscheinend sehr interessant für sehr viele, aber ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion jetzt an dem Punkt abbrechen und zum nächsten Vortrag übergehen. Vielen Dank, Pascal.